Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, heute mal eine kleine Pause von KISS. Wir machen mal was anderes und zwar gucken wir uns heute mal Arch Enemy an. Und da habe ich zwei schöne Stücke und zwar, es handelt sich um die neue Platte von ihnen, die Deceivers. Und da habe ich die Glow in the Dark Variante und nicht nur das, ich habe auch noch die Limited Artbook Edition. Und das Ganze gucken wir uns heute einmal an. Starten wir aber mit der Glow in the Dark. Das Ganze habe ich hier wieder in meinen Kunststoffhüllen, wo ich den Aufkleber drauf gemacht habe. Und da seht ihr schon, wenn ich denn es hinbekomme, ohne dass es spiegelt, 180 Gramm Glow in the Dark Vinyl Limited, ja, to 1000, also 1000 Stück. 8-Page LP Size Booklet und ein Obi-Strip ist mit drin. Das Ganze seht ihr hier. Da steht dann auch die Deceivers drauf. Innen ist es weiß. Hier ist noch so ein bisschen Kleinkram drauf geschrieben. Und wenn ihr das halt drauf macht, ergänzt es das komplette Cover. Ich mache es einfach mal so. Und wir zeigen das nochmal vernünftig hier. So seht ihr es. Es wird dann einmal komplett ergänzt. Und dann könnt ihr das abziehen. Und dann ist der Deceivers Schriftzug weg. Ja, Arch Enemy. Muss ich gestehen, habe ich früher nicht so viel gehört. Es war ja zuerst eine andere Sängerin. Mein Interesse ist so ein bisschen erst durch Alisa White Glass, ja, mehr der Band zugekommen. Ich muss da wirklich sagen, typisch Mann, es war erst der optische Faktor. Aber ich muss auch sagen, seit sie in der Band singt, finde ich auch einige Songs sehr gut, weil sie auch ein paar Clean-Vocal-Geschichten macht. Und die sind wirklich richtig gut. Sie kann nicht nur immens gut im Prinzip diesen gutturalen Gesang machen, wo sie sämtliche Männer aus der Szene an die Wand ballert. Sie kann auch extrem schön clean singen. Und das hat sie schon in ein paar Songs bewiesen, auch mit anderen zusammen. Sie hat ja mit Nita Strauss und all solchen Leuten zusammen schon auch Musik gemacht. Sehr, sehr coole Sängerin. Und ganz ehrlich, in der Metal-Szene, was soll man sagen, ist sie momentan, finde ich, eine der hübschesten Frontfrauen, die es gibt. Noch was Cooles, und ich werde sicherlich davon berichten auf meinem Kanal. Im November treten Arch Enemy in Hamburg auf und ich habe ein Ticket. Und nicht nur das, ich habe sogar ein VIP-Ticket mir besorgt. Das heißt, ich werde mir diese beiden Sachen, die ich hier habe, hoffentlich unterzeichnen lassen können. Ein Foto mit der Band machen und ja, ich werde sicherlich von diesem Konzert berichten. Bin sehr, sehr gespannt drauf, freue mich da extrem drauf und ja, auch die ganzen von der Band einmal kennenzulernen und besonders halt Alisa kennenzulernen, da freue ich mich extrem drauf. Kommen wir aber zu dem Album. Das Ganze nehmen wir einmal raus. Mein Favorit, muss ich sagen, um das nochmal ganz kurz hervorzuholen, ist Handshake with Hell. Es ist so mein Lieblingssong der Band, weil ich es mag, wenn ich bin ein großer Melodic Death Metal Fan, nicht so der Death Metal Fan. Und einige Songs sind sehr, sehr hart, sind ja doch eher Death Metal, aber es sind auch viele Songs, die mittlerweile in die Melodic Death Metal Schiene gehen. Und da ja, finde ich Handshake with Hell ist eins der besten Lieder von Arch Enemy. Ich habe auch noch ein anderes Album vom Arch Enemy, das gucken wir uns irgendwann mal an. Ich werde mir wahrscheinlich noch einige Alben holen, aber momentan habe ich noch nicht so viel. Demnach gehen wir jetzt erstmal auf die Deceivers ein und da haben wir dieses coole Booklet hier drin. Das sieht auch schon sehr, sehr cool aus. Und ich bin schon stark im Überlegen, was ich mir alles unterzeichnen lasse. Da sind so einige coole Sachen, besonders in dem Artbook, das zeige ich euch gleich. Ja, hier haben wir ein paar Fotos, natürlich Texte von den Songs mit drin. Sehr, sehr schönes Booklet, alle Bandmitglieder mit Bild drin. Hier hinten noch so ein bisschen Danksagung und dann haben wir hinten noch ein schönes Artwork mit so einem Herz drauf und ich glaube, ist das eine Taube? Ja, irgendwie so, ne? Auf jeden Fall sehr, sehr schick. Und dann haben wir natürlich, ich habe schon ein Short darüber gemacht, ich verlinke euch das am Ende, da könnt ihr sehen, wie die Platte ein bisschen an einer Ecke leuchtet. Ich habe sie da mit einer starken Lampe ja, sozusagen angeleuchtet, damit wir diesen Glow-in-the-Dark-Effekt ein bisschen sehen. Da haben wir das schöne Stück. Sie leuchtet nicht ganz so immens. Ich habe eine Platte von KISS, Creatures of the Night, Glow in the Dark. Die hat ein bisschen einen besseren Effekt als diese hier. Die hat leider nicht so den Mega Glow in the Dark Effekt.
aber es ist durchaus okay. Ich werde jetzt einmal ganz kurz versuchen, ob wir den Glow-in-the-Dark-Effekt ein wenig einfangen können, indem ich die Platte einmal kurz anleuchte und dann schauen wir uns an, ob man das in irgendeiner Form sehen kann. So, ich denke, man kann den Effekt ganz gut sehen. Ich habe sie gerade ein bisschen angeleuchtet. Es ist natürlich hier noch hell, wo ich filme. Ich habe das Licht ausgeschaltet und man sieht, dass sie doch noch so ein bisschen diesen Glow-Effekt hat. Also ja, es kommt schon ganz gut zur Geltung, ist aber auch relativ schnell wieder am Verpuffen. Wie man jetzt sieht, es hört schon wieder ganz, ganz stark auf. Also gleich ist der Effekt schon wieder passé. Also ich schalte das Licht wieder an und wir gucken uns den Rest der Platte an. Ja, ich hoffe, man konnte es ein bisschen sehen. Hier nochmal das Label. Von beiden Seiten gleich, nur die unterschiedlichen Tracks drauf. Und das war die Glow in the Dark Variante und jetzt widmen wir uns dem Artbook. Da haben wir das Artbook und da ist natürlich mein Ziel, die Unterschriften einmal komplett hier vorne drauf zu bekommen. Das Teil ist wirklich richtig schwer, richtig schön verarbeitet. An der Seite steht auch nochmal Arch Enemy, Deceivers und hinten drauf haben wir in so einem Bronzedruck im Prinzip die Titel. Wir haben eine Bonus Picture Disc. Da zeige ich euch auch gleich noch was richtig Cooles. Da haben wir nämlich noch zwei Bonus Tracks. Hier einmal die LP und wir haben noch eine CD ganz normal von der LP mit drin, auch mit den Bonus Tracks drauf. Machen wir das Teil einmal auf und dann sehen wir einmal dieses komplett schwarze Teil. Hier habe ich wieder den Hype-Sticker im Prinzip auf Papier geklebt und habe ihn mit reingemacht bei der CD. Da seht ihr das. Wir haben hier die CD. Finde ich auch cool, dass die dabei ist, obwohl ich CD so gut wie nicht mehr höre. Aber das Ding ist hier mit drin. Sehr schöne Sache. Ich stecke meinen Hype-Sticker hier wieder mit dazu. Und dann können wir einmal diese Seite hier rausholen. Da haben wir nämlich einmal in so schönem matten Pappdruck, keine Ahnung, wie man es nennen soll. Hinten sieht es ein bisschen komisch leider aus, wahrscheinlich geschuldet, dass es auf diesem schwarzen Papier liegt. Aber das Teil hier ist sehr, sehr schön. Überlege ich auch, ob ich es mir vielleicht signieren lasse beim Meet & Greet. Muss ich mal schauen. Sieht auf jeden Fall cool aus. Dann haben wir die normale Scheibe, einmal die LP in einem, ja, Blätter-Vinyl würde ich es jetzt nicht nennen. Ich weiß gar nicht, wie nennt man das denn? Swirl-Vinyl, keine Ahnung. Ist ein bisschen langweilig, muss ich sagen. Ist so ein grünlich-lila durchzogenes Vinyl. Ja, jetzt nicht der Reißer in der farbigen Vinylwelt. So, dann geht es weiter. Wir blättern das Ganze einmal um. Dann sehen wir hier nochmal das Album-Artwork. Ein bisschen Text hier reingeschrieben. Hier nochmal ein cooles Artwork. Dann kommen hier nochmal, keine Ahnung, Liner Notes, Chapter 1. Ich habe es mir noch nicht durchgelesen. Dann kommt ein richtig schönes Motiv von Alisa. Das sieht richtig cool aus. Bin ich mir auch echt am Überlegen, ob ich mir das widmen lasse. Vielleicht diese Box nochmal hole, um einfach dieses Booklet rauszunehmen und mir diese ganzen Bilder, wenn man die Zeit dazu hat, signieren zu lassen. Ist aber fast ein bisschen schade, diese Box nochmal zu kaufen und zu zerstören. Aber man bekommt ja wenig Fotos von der Band irgendwie ja zu kaufen oder Poster oder irgendwas. Ich bin da gerade echt am Überlegen, was ich da mache. Ich habe ja Gott sei Dank bis November noch ein bisschen Zeit. Dann haben wir hier die Texte der Songs. Hier nochmal ein Artwork. Dann haben wir hier Michael Amott, keine Ahnung, wie er genau ausgesprochen wird, mit seiner Blutgitarre Flying V. Dann hier The Watcher, auch ein cooles Artwork. Dann haben wir Jeff Loomis, Leadgitarrist. Erinnert mich immer so ein bisschen aus einer Mischung aus Ron Perlman in Die Schöne und das Biest und der eine Typ aus Lost Boys, oder? Also der blonde Vampir. Irgendwie, also nicht Kiefer Sutherland, sondern da ist da so ein anderer Blonder dabei mit so einer aufgestockten Frisur da. Ich finde, irgendwie erinnert mich der Typ hier immer dran. Ist schon irgendwie so ein bisschen Ähnlichkeit da. Dann auch cooles Artwork hier mit dem Skelett. Dann nochmal Liner Notes. Hier haben wir ein großes Bild in der Mitte. Auch sehr, sehr schön. Dann hier nochmal dieses Bild mit dem Herz. Hier weitere Texte. Dann haben wir Charlie D'Angelo. Keine Ahnung, ob sein Vorname so ausgesprochen wird.
Er spielt Bass in der Band. Hier noch weitere Texte, noch ein Artwork und Daniel Erlandsson. Das hört sich so ein bisschen Richtung, ja, keine Ahnung, Schweden an oder so, Norwegen. Auch sehr cool, das Bild hier mit so Vampirzähnen. Ja, schönes Booklet hier drin. Hier nochmal wieder ein Artwork. Und dann sind wir auch am Ende. Und hier kommen wir jetzt zu der interessanten Geschichte der Picture Disc. Und da seht ihr schon Zoetrope. Oder Zoetrope, keine Ahnung, wie man das wieder ausspricht. Auf jeden Fall haben wir da eine Picture Disc. Und die ist wirklich mega, mega interessant. Da haben wir sie. Und wenn wir das Ganze jetzt hier rausziehen, seht ihr schon diese Bilder da drauf. Und das Ganze versuche ich jetzt mal ein bisschen näher einzufangen, weil das ist mega interessant. Da haben wir nämlich einmal ganz oben Alisa, die mit, ja, gerade am Headbang ist. Hier seht ihr ganz gut nochmal ihr Gesicht. Sehr, sehr cool. In der Mitte steht Arch Enemy. Und das Ganze könnt ihr jetzt auf dem Plattenspieler bei der normalen Abspielgeschwindigkeit legen. Und wenn ihr das dann mit dem Handy filmt, sieht man eine Art Film, die abläuft. Man muss dazu sagen, die Qualität ist wirklich miserabel, um das zu erkennen. Man erkennt es aber. Ich filme euch das gleich ab, dann können wir uns das Ganze angucken. Aber es sind natürlich auch Bilder hier drin. Hier unten, da sieht man, wenn sich das dreht, so gut wie gar nichts. Oben geht es noch. Das Arch Enemy sieht sehr cool aus, wenn es sich bewegt. Aber ansonsten, ja, ist der Effekt cool, aber doch ein bisschen spärlich. Da müssten die Bilder noch klarer sein, um das vernünftig zeigen zu können. Die Idee finde ich mega gut. Vielleicht hätte man es größer machen sollen. Ich weiß nicht, ob das gegangen wäre. Auf jeden Fall vielleicht nicht ganz so viele Bilder, sondern das Bild größer machen oder so. Aber trotzdem ist die Idee absolut ein Hammer. Und auf der Seite sind halt zwei Bonustracks drauf. Und auf der Seite hier ist gar nichts. Da ist nur ein Motiv. Das finde ich nicht so super, muss ich sagen. Aber es ist halt einfach, ja, glatt. Ihr könnt es nicht abspielen. Es ist einfach nur ein Bild, weil die Tracks sind auf dieser Seite drauf. Trotzdem, sehr coole Idee, habe ich sehr gefeiert. Gerade mit diesem Effekt, den man hier drauf hat, fand ich wirklich mega. Und das Ganze legen wir jetzt noch einmal auf meinen Plattenspieler, gucken uns das an. Und dann sind wir auch mit diesen beiden Geschichten hier schon durch. Ja, und was soll ich sagen, diese Box hier ist ein absoluter Knaller. Und allgemein, die Scheibe ist richtig gelungen. Schönes Teil und die beiden Versionen gefallen mir richtig gut. Es gibt natürlich auch noch eine normale schwarze Variante. Ich habe mich aber für die Glow in the Dark entschieden, weil ich es irgendwie cooler fand. Okay, wir gehen zum Plattenspieler und schauen uns das Ganze an, wie das aussieht. So, ich zeige euch das mal. Man muss natürlich gucken, dass genug Licht vorhanden ist. Ich habe deswegen jetzt die Lampe am Smartphone einmal angemacht und ich hoffe, ihr könnt es schon an der Arch Enemy Schrift erkennen, wie die sich bewegt. Sehr, sehr cool. Ihr seht es schon, die Bilder in der Mitte, die kleinen sind ja, schwer zu erfassen. Man kann es hier oben fast am besten erkennen. Da seht ihr dann Alisa, wie sie ihre Haare gerade am Headbang am Drehen ist. Und ja, es ist wirklich schwer zu erkennen. Ich gehe nochmal einen Tick höher, vielleicht kann man es dann besser sehen, aber ich befürchte nicht. Versuche mal ein bisschen weiter runter zu gehen. Ich glaube, umso näher man rangeht, umso besser wird der Effekt letztendlich. Aber es ist halt nicht richtig scharf. Ich kriege es auch nicht richtig scharf gestellt. Ich hoffe, ihr könnt einigermaßen was erkennen. Zum Beispiel auf dem kleinen Ding kann ich selber auch wirklich gar nichts erkennen. Das beste Bild ist wirklich da oben immer noch das ganz große. Ich gehe nochmal näher ran, aber ihr seht schon, umso näher man rangeht, umso schlechter wird das Bild dann letztendlich. Es ist aber trotzdem ein cooler Effekt. Im Prinzip am besten ist in der Mitte diese Arch Enemy Schrift, die sich so komisch gegeneinander dreht. Das sieht schon ziemlich, ziemlich cool aus. Jo, damit sind wir durch mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und lasst gerne einen Daumen nach oben da, gerne einen Kommentar, gerne ein, scheint auch nicht richtig gerade gepresst zu sein, die Platte, ne? Weil die läuft ein bisschen, also das ist das Bild innen drin. Bisschen eierig sieht's aus. Wo war ich? Lasst gerne ein Abo da, gerne einen Daumen nach oben, gerne einen Kommentar, würde mich freuen. Und ja, keep on rocking. Tschüss.